Ulrike. Schön, dass wir dich hier bei uns bei Von Spiel zu Spiel begrüßen dürfen. Und die Stimmung, die ist sicherlich auch bei euch nicht ganz so schlecht. Erst vor wenigen Tagen habt ihr mit dem Heimsieg gegen Greuther Fürth jetzt schon das dritte Mal in diesem Jahr 3 Punkte geholt. Wie befreiend war dieser Sieg denn vielleicht auch gerade nach den beiden letzten knappen Niederlagen? Ja, genau, du sprichst an. Wir haben die beiden Spiele davor verloren mit 0-1 jeweils. Und daher war das natürlich für uns schon ein sehr gutes Gefühl, dann hier wieder einen Heimsieg landen zu können. Und sind sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Du selbst wurdest eingewechselt beim Spiel gegen Fürth und hast mit deinem Treffer dann auch entscheidend zum Sieg beigetragen. Fürth, die liegen dir. Das hat auch schon in der Hinrunde im Spiel ganz gut funktioniert. Und diese Joker-Rolle, so wie es jetzt im Heimspiel war, hattest du auch schon beim Auswärtsspiel in Hannover auch eingewechselt und dann das Tor gemacht. Oder auch in Bielefeld, als du dann mit einer Torvorlage auch dazu beigetragen hast, dass ihr am Ende noch gewonnen habt. Wie fühlt sich das denn an, wenn man dann zwar vielleicht von der Bank kommt, aber weiß, man kann halt noch so entscheidend in das Spiel eingreifen? Ja, natürlich will man immer irgendwie der Mannschaft helfen mit guten Aktionen. Und ob das jetzt von Anfang an ist oder wenn man dann auch einfach ein paar Minuten bekommt und so der Mannschaft helfen kann, ist das natürlich umso besser. Jetzt am vergangenen Wochenende konnte ich gar nicht lange darüber nachdenken. Der Kenny hat sich verletzt und dann ging alles ganz schnell. Habe noch kurz taktische Anweisungen bekommen wegen der Standardsituation und dann ist man direkt wieder im Spiel drin und versucht sich eigentlich zu fokussieren auf seine Aufgaben. Und einfach, ja, man will der Mannschaft einfach helfen. Dass es jetzt so gut geklappt hat mit einem Tor, ist natürlich umso schöner für mich. Und nach einer ganz kurzen Trainingswoche wartet jetzt am Freitagabend auch die nächste schwierige Aufgabe auf euch. Es geht zum Mitaufsteiger nach Magdeburg. Wie blickst du diesem Spiel entgegen? Ja, wir freuen uns auf das Spiel. Immer eine gute Stimmung in Magdeburg. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gespielt. Das ist auch immer sehr laut. Die werden gut unterstützt. Aber ich habe auch gehört, dass sehr viele Fans von uns, wieder über 2000, mit in Magdeburg dabei sind. Da freuen wir Spieler uns natürlich auch wahnsinnig drauf. Wir haben immer noch eine gute Auswärtsbilanz. Wollen die weiter ausbauen, dagegen halten. Magdeburg ist eine spielstarke Truppe und ja, wir freuen uns sehr auf das Spiel am Freitagabend. Und die Magdeburger, die sind ja anders als ihr als Aufsteiger eher ein bisschen holprig in die Saison gestartet, haben sich aber dann auch gefangen und jetzt aus den letzten 3 Spielen immerhin 2 Siege geholt und sich auch ein kleines Polster vor den Abstiegsrängen schon erarbeitet. Wie bewertest du denn so aus der Ferne diese Entwicklung eures Mitkonkurrenten? Ja, Magdeburg, wir kennen sie noch aus dem letzten Jahr, die sind mit uns zusammen aufgestiegen. Ja, sie wollen immer Fußball spielen, beziehen den Torwart auch immer viel mit ins Spiel ein, bei eigenem Ballbesitz. Das zeigt auch immer die Ballbesitzquote von Magdeburg. Und ja, wie du sagst, die letzten Spiele konnten sie dann auch wieder mehr Torgefahr ausstrahlen, Tore machen und auch die Spiele gewinnen. Von daher erwarten wir einen Gegner, der ein bisschen im Aufwind auch ist. Und wir freuen uns aber sehr auf das Spiel und wollen unsere Stärken auf den Platz bringen. Und dann bin ich optimistisch, dass wir auch da was holen können. Du hast es schon angesprochen, trotz dieser weiten Anreise, trotz dem Spiel am Freitagabend, sind wieder mehr als genug FCK-Fans, glaube ich, dabei in Magdeburg, beziehungsweise fast alles, was der Gästeblock hergibt. Und das unter Flutlicht. Das ist der perfekte Moment, um diese 40-Punkte-Marke zu überschreiten. Ja, es ist natürlich ein sehr schöner Moment dafür. Ne? Wir hoffen es und wir gehen natürlich das Spiel so an. Wir wollen das Spiel gewinnen. Auswärts, wie du sagst, Flutlicht, volles Haus. Es macht so viel Spaß als Fußballer. Und vor allem, wenn dann so viele eigene Fans von uns noch mit dabei sind. Und da feiert man ganz schöne Auswärtssiege Freitagabend. Deswegen, da freuen wir uns sehr drauf. Schauen wir mal, wie schön der Freitagabend dann für euch wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und danken dir für deine Zeit. Ja, danke schön.